Herr Leder von der Feuerwehr Eschborn, Stadtbrandinspektor, Einsatzleiter vom Einsatz in der Steinbacher Straße. Vorgefundene Lage war gewesen, dass wir im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Dachgeschoss eine Wohnung in Vollbrand hatten. Über Personen gab es zu Beginn des Einsatzes keine Aussage. Wir haben dann im Gegenangriff zunächst ein Rohr vornehmen können und weitere Kräfte aus Schwalbach nachalarmiert. Insgesamt waren die Feuerwehr Schwalbach, Feuerwehr Eschborn und Feuerwehr Niederösch im Einsatz und mehrere Rettungsmittel vom Main-Taunus-Kreis. Insgesamt waren 89 Einsatzkräfte vor Ort. Wir haben insgesamt 4 C-Rohre, ein B-Rohr und ein Wenderohr über die Drehleiter vorgenommen. Zwei Drehleitern finden sich derzeit im Auftrag, das Dach zu öffnen. Das wird auch noch eine Weile andauern. Was über die Wohnung zu sagen ist, ist derzeit noch unklar, ob die Bewohner wieder die Wohnung beziehen können. Die Brandwohnung ist komplett ausgebrannt und unbewohnbar. Die Anwohner sind derzeit noch außerhalb des Gebäudes. Es wird derzeit noch geklärt, welche Wohnungen bewohnbar sind und welche nicht bewohnbar sind. Wir haben insgesamt 3 verletzte Personen, davon einmal eine Feuerwehrfrau und ansonsten einmal Brandverletzung und einmal Rauchgasinfarkt.
Thank you.